müde. Schlaf gut, Henry. Ja, schlaf gut, Jan. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Was ist denn? Was stehst du denn da so gerade im Bett rum? Hast du vergessen, dass man sich zum Schlafen hinlegen muss? Ja, hörst du das denn nicht, Henry? Da ist doch irgendwas. Ach ja. Ja, das Geräusch kenne ich doch. Ja. Das ist ein Löwe. Was? Wo? Wie ein Löwe? Wie kommst du denn da drauf? Na, das glaube ich nicht. Ist doch ganz logisch. Dieses Geräusch habe ich vorher noch nie bei uns in der Höhle gehört. Also muss es etwas sein, was vorher noch nie bei uns in der Höhle war. Und ein Löwe war noch nie bei uns in der Höhle. Das leuchtet irgendwie ein. Aber trotzdem, das Geräusch klingt doch nicht wie ein Löwe. Ein Löwe macht doch... Wow. Aber das hier, das macht blöp, blöp, blöp. Das klingt so nass. Nass? Dann ist es vielleicht ein Seelöwe. Ja, oder ein Goldfisch. Der ist auch nass. Komm, wir gucken einfach mal nach, was es ist. Aber dann gehst du besser vor. Denn wenn es wirklich ein Löwe ist, dann ist es besser, wenn du vorgehst. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier. Aus der Küche. Ach, dann weiß ich. Was denn? Der Löwe, der Seelöwe und der Goldfisch machen in unserer Küche mit unseren Kirschen einen Kirschkernweitspuck-Wettbewerb. Ja, das hört sich tatsächlich so an. Das muss ich sehen. Da ist ja gar kein Löwe. Und kein Goldfisch. Nicht mal ein Seelöwe. Und unsere Kirschen sind auch noch alle da. Du Jan, guck mal da. Unser Wasserhahn tropft. Daher kam das Geräusch. Ach ja, da habe ich mich wohl ein bisschen geirrt. Das habe ich mir ja auch gleich gedacht. Du, aber weißt du was, Henry? So ein Wasserhahn in der Küche ist mir viel lieber als ein Löwe. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Schlaf gut, gute Nacht. Ob Löwen wohl Kirschen mögen? Was meinst du, Jan? Und können Goldfische wohl wirklich spucken? Jan? Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Jetzt wird's aber Zeit. Gute Nacht, Henry. Gute Nacht, Jan. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Was ist denn? Hast du das denn nicht gehört? Komisch, ich kann nichts hören. Wie soll sich das Geräusch denn angehört haben? Na so. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ja, ich auch. Das ist ein Känguru. Ein Känguru? Das glaube ich nicht. Ein Känguru macht doch nicht so ein Geräusch. Ja, vielleicht hat das Känguru was in seinem Beutel, was so ein Geräusch macht. Aber was soll denn das sein? Vielleicht ein Wecker. Wenn man einen Wecker aufzieht, dann klingt das so ähnlich. Aber Jan, warum soll denn ein Känguru einen Wecker in seinem Beutel aufziehen?
Na, ist doch logisch. Jedes Känguru hat doch meistens noch ein kleines Känguru in seinem Beutel. Und damit das morgens nicht verschläft, braucht es einen Wecker. Stimmt, das klingt wirklich logisch. Also dann sollten wir vielleicht mal nachgucken, wo das Känguru steckt. Oh ja. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, oder von hier. Also jetzt haben wir wirklich überall nachgesehen und nichts gefunden. Und das Geräusch höre ich auch schon länger nicht mehr. Na, dann können wir uns jetzt wieder hinlegen. Gute Nacht. Gute Nacht. Henry! Na, was ist denn jetzt schon wieder? Das Geräusch kommt von dir. Von mir? Ja, ist das Känguru vielleicht unter deiner Bettdecke? Nee, da ist nix. Aber es hat so gemacht. Jetzt wird mir alles klar. Ich hab geschnarcht. Ach so, geschnarcht. Dann war das gar kein Känguru? Na, das hab ich mir ja gleich gedacht. Na, dann kann ich ja jetzt auch beruhigt schlafen. Gute Nacht, Henry. Jan? Jetzt höre ich das Geräusch auch. Aber ich kann es ja gar nicht sein, weil ich bin ja wach. Vielleicht ist es doch ein Känguru. Was meinst du, Jan? Schläft schon. Tja, dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Ich glaube, ich schlafe jetzt gleich sofort ein. Gute Nacht, Henry. Ich auch. Gute Nacht, Jan. Alle Augen zugemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Ja! Was ist denn? Henry, da ist so ein seltsames Geräusch. Das ist ein Monster, ganz klar. Ein Monster? Ja, ein dickes, fettes, haariges Monster. Ui, aber wie kann denn ein Monster solche Geräusche machen? Na, es klappert mit den Zähnen. Vielleicht friert es. Ja, es friert bestimmt, weil es vor einem offenen Kühlschrank steht. Das glaube ich nicht. Wieso macht denn das Monster nicht einfach den Kühlschrank zu? Und dann hört es doch auf zu frieren. Ja, vielleicht kann es sich nicht entscheiden, ob es Wurst, Käse oder Marmelade essen soll. Oh ja, das weiß ich auch manchmal nicht. Komm, wir suchen es mal. Moment, wir können doch da nicht einfach so hin. So ein Monster kann doch gefährlich sein. Wir brauchen eine Monsterschutzausrüstung. Hier. Hier, wir nehmen diese Sachen und setzen sie auf. Okay. So. Und jetzt gehst du besser vor. Denn wenn es wirklich ein Monster ist, dann ist es besser, wenn du vorgehst. Okay. Entschuldigung. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Es kommt von hier. Wir sind in einer Küche gelandet. Ich sehe hier überhaupt keinen offenen Kühlschrank. Und ein Monster gibt's hier auch nicht. Da ist es. Tatsächlich, ein ganz weißes Monster. Ja. Nanu, wer seid ihr denn? Warum schreit ihr hier so rum? Oh, Entschuldigung. Wir dachten, du wärst ein Monster. Nee, da kann ich euch beruhigen. Ich bin nur ein Koch. Dann hast du gar nicht mit den Zähnen geklappert? Nicht, dass ich wüsste. Das Einzige, was hier klappert, das ist mein Messer.
Ich hack nämlich gerade Möhren. Seht ihr? Hey, das ist das Geräusch. Du hast Möhren gehackt. Ja, ich koche nämlich eine Suppe. Ich liebe Suppe. Mmh. Na, wenn ihr wollt, dann gebe ich euch nachher ein bisschen was davon ab. Ja, oh ja. Ach, wenn ich doch nur eine Schüssel dabei hätte. Tja, ich glaube, da kann ich helfen. Hä? Ganz vergessen. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Schlaf gut, Henry. Gute Nacht. Ob so ein Monster wohl auch gerne Suppe isst? Was meinst du, Jan? Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Jetzt träume ich was Schönes. Gute Nacht, Jan. Gute Nacht, Henry. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Bäh. Bäh. Henry? Henry? Henry! Ja! Was ist denn? Hör mal, ich höre da was. Ja, was hörst du denn? Das klingt wie ein... Fußballspieler. Was? Wieso denn das? Ne, das glaube ich nicht. Der übt gerade Trompete spielen. Der Fußballspieler soll nämlich beim nächsten großen Fußballspiel die Hymne auf der Trompete spielen. Oh je. Ich glaube, dann braucht er dringend unsere Hilfe. Das klingt ja noch gar nicht gut. Vielleicht sollte er besser was anderes spielen als Trompete. Ja, wir könnten ihm doch ein paar von unseren Instrumenten leihen. Ja. Ah, zum Beispiel die Gitarre. Ja, oh, oder hier, das Tambourin. Oh, und die Flöte. Vielleicht kann er ja damit besser spielen als mit der Trompete. Ja, lass uns gleich mal gucken, wo er steckt. Ja. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier. Da ist aber gar kein Fußballspieler. Ja, nicht mal ein Fußball. Aber ich höre das Geräusch doch ganz deutlich. Hey, Henry, du bist über eine Wolke gefallen. Hey, hallo. Ich bin doch keine Wolke. Ich bin ein Schaf. Ach so? Wir suchen den Fußballspieler mit der Trompete. Ja. Fußballspieler? Hier ist keiner. Den hätte ich doch sehen müssen. Ich stehe die ganze Zeit schon hier und blöke. Hey, das ist ja das Geräusch. Das warst du? Ja, wieso? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ja, wir wollten dem Fußballspieler unsere Instrumente ausleihen. Wegen der Hymne, verstehst du? Nee. Aber wir könnten doch hier zusammen ein bisschen Musik machen. Ich liebe Musik. Oh, ja, gerne. Ja. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Schlaf gut, Henry. Gute Nacht. Was meinst du, Jan? Wir waren doch großartig, oder nicht? Ich finde, wir sind mindestens so tolle Musiker wie Mozart und Beethoven. Oder? Jan? Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.